In der Hoyerswerda-Lausitzhalle ist am Mittwoch wieder Vogelhochzeit gefeiert worden. Das sorbische Nationalensemble entführte die Stepkes in diesem Jahr in eine Zirkusarena. Der etwas schusslige Magier Max verzauberte die komplette Artistencrew aus Versehen in Vögel. Nur die Hochzeit von Rabe und Elster konnte den Zauber rückgängig machen. Die Vogelhochzeit wird um den 25. Januar herum auch in vielen Kindereinrichtungen unserer Region gefeiert.